Heute wird's künstlerisch. Vor mir liegt ein 3D-Pen. Der Stift ist sehr, sehr günstig. Aktuell nur 40 Euro auf Amazon. Doch kann er was? Smartphones testen ist einfach. Ich weiß genau, was gut ist und was nicht. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Es wird also ein sehr lebendiger Testbericht. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil. Ich habe aber schon mal nachgeguckt. Man kann das Gerät auch per Powerbank benutzen. Wo ein Netzteil ist, ist natürlich auch ein USB-Kabel. Solltet ihr zwischendurch eine Pause machen wollen, könnt ihr hier den Stift reinlegen. Damit man direkt loslegen kann, ist ein bisschen Material dabei. Die 5-Meter-Rollen werden zufällig verschickt. Ich wusste also nicht, dass eine rote Rolle dabei ist. Ich geb's zu, bei einem Produkt wie dem 3D-Pen hätte ich mir schon ein dickeres Handbuch gewünscht. Aber immerhin ist der Zettel nicht chinesisch, sondern englisch. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch den 3D-Pen. Jener fühlt sich gut verarbeitet an. So richtig vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll, kann ich mir allerdings noch nicht. Oben befinden sich zwei Eingänge. Der rechte ist für das USB-Kabel. Neugierig wie ich bin, habe ich natürlich mal die Spitze abgenommen. Die wird übrigens ein wenig warm, also vorsichtig. Ich betreibe den 3D-Pen an einer Powerbank. Kaum steckt man das USB-Kabel an, startet auch schon der Stift. An der Seite befindet sich ein Bestätigungskey, ein Display sowie eine Auf- und Runter-Taste. Das Display zeigt die Geschwindigkeit und die aktuelle Temperatur an. Drückt man den Select-Key länger, kann man die Temperatur verändern. Ich hatte ja eben schon diesen Stand erwähnt. Schauen wir mal, ob der auch mit USB-Kabel hält. Passt! Für den Anfang habe ich mir mal diesen formschönen Hasen ausgedruckt. Mal sehen, ob ich den nachfahren kann. Zunächst holen wir mal das Material raus. Erinnert mich ein bisschen an diese Süßigkeiten, wisst ihr, was ich meine? Aber Vorsicht, nicht essen! Bevor es losgeht, steigt am Anfang immer die Temperatur. Bei Medium zum Beispiel auf 90 Grad, bei Low nur auf 80. Ändert ihr eure Schreibgeschwindigkeit, verändert sich somit eure Temperatur auch wieder nach unten. Die 80 Grad werden aber gerade irgendwie nicht erreicht. So, fädeln wir das Ganze mal ein. Kurzer Zwischenstand. Hier war ich ein bisschen überrascht. Huch, da kommt ja wirklich was aus der Mine. Da habe ich es dann wirklich gecheckt. Und danach ging es eigentlich ganz gut. Ich warte gerade wieder, bis ich sehe, dass das Material unten rauskommt. Und dann geht's auch schon los. So, ein wunderschönes Ei für den Hasen. Oh, ich habe über seine Hände gemalt. Ich glaube, ich sollte meine Berufswahl nochmal überdenken. So, der Hase braucht natürlich auch Schnurrbärte. Ein wenig intuitiver könnte die Steuerung gerne sein, das muss ich zugeben. Aber ich habe immerhin jetzt, glaube ich, verstanden, wie das Ganze funktioniert. Hallo? Ich wollte eigentlich auch hören. Mein Zwischenstand, wir haben einen halb angemalten Hasen. Fürs Üben denke ich sicherlich ausreichend, um zu sehen, wie ist die Geschwindigkeit, wie ist man selber so von der Geschwindigkeit und was kann ich eigentlich und was kann ich noch nicht. Das war jetzt die Geschwindigkeit Medium. Gehen wir mal auf Low. Die Temperatur hat sich automatisch angepasst. Malen wir mal seine Füße. Ja, das Ganze ist tatsächlich deutlich langsamer und ich habe das Gefühl, dass ich eindeutig mehr bestimmen kann, wo ich hingehe. Und ich kann mir auch überlegen, mache ich jetzt eine 10? Was mache ich als nächstes? Wie komme ich aus dieser blöden Situation raus, in die ich mich selbst gebracht habe? Übermale ich ein bisschen? Ach, ich fühle mich wieder wie in der ersten Klasse oder im Kindergarten. Gerade selbst nochmal gemerkt, die Unterseite kann warm werden. Also Vorsicht! Okay, Ausmalbilder kann ich jetzt. Kann ich auch was in 3D machen? Ich habe jetzt dieses Grundgerüst gemalt und normalerweise könnte ich jetzt zum Beispiel das Rad selbst, den Sattel oder anderes mit einer anderen Farbe ausmalen. Da ich allerdings gerade nur rot habe, werden wir auch die Reifen rot ausmalen. Kleiner Zwischenstand, von dem Material ist noch ordentlich da. Ich sollte also mindestens die Reifen ausmalen können und den Sattel. Für das Ausmalen schalte ich in den heißesten und schnellesten Modus. Das rechte Rad ist fertig. Auf zum nächsten!
So, ich habe jetzt knapp 30 Minuten hierfür gebraucht. Ich überlege noch, ob ich das auch noch einfärben soll, aber ich glaube, ich bin risikofreudig. Es geht natürlich noch liebevoller. Es geht viel detaillierter und es geht vor allem ohne die vielen Weißstellen, die man hier sieht. Dafür braucht man aber dann noch ein bisschen mehr Zeit und Geduld. Vor allem Geduld. Noch ist das hier 2D und ich versuche es zu lösen. Falls das nicht klappt, hier nochmal das Fahrrad. Genießt es, schaut es an, dieses Kunstwerk. Und jetzt versuchen wir es abzumachen. Das Abmachen klappt erstaunlich gut. Bisher ist auch noch nichts gerissen. Man soll den Tag aber nicht vor dem Abend loben. Ich muss sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Meine Fahrradvorlage könnte ich sogar nochmal verwenden. Ich würde sagen, ich habe knapp die Hälfte des Materials verwendet. Ein zweites Fahrrad wäre also auch noch drin. Nach dem Malen lässt sich das nicht einfach so rausziehen. Über den Button nach oben wird der Locking State gelöst und das Material wieder rausgegeben. Hier kann man gut sehen, das Material wird langsam nach oben geschoben. Im Anschluss lässt es sich ganz einfach rausziehen. Der Stift hört auch sofort mit seiner Aktivität auf. Nach einem Malvorgang ist hier eine kleine Spitze. Die schneide ich einfach ab. Ohne jene Spitze lässt sich das Material wieder sehr gut einführen. Um den 3D-Pen auszuschalten, reicht es, das Netzkabel abzuziehen. Jetzt kann der Stift wieder in seine Warteposition. Ich kann nicht leugnen, dass das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Man sieht an den vielen Löchern, dass ich definitiv hätte besser arbeiten können. Aber naja, jeder Künstler hat mal klein angefangen. Ihr habt noch Fragen zum 3D-Pen? Dann ab damit in die Comments.